Ich habe einen Screenshot gemacht. Hallo. Ich auch, aber. wir haben professional. Mini Viper, warte mal. Seit der letzten Folge. Eigentlich ist alles uns gleich. Wir haben nur ein paar Forschungsstationen aufgebaut und ein paar Bytes gefarmt, damit das in den Folgen nicht so nervig wird. Deswegen hast du mich vorher, bevor die Folge geendet hat, erstmal 3 Minuten zurücklaufen lassen. Ja. Damit es so ein schöner Abschluss wird. Und ich hab hinten die Generatoren angeschlossen in deine scheiß Verlängerung. Wie auch sonst. Ich glaube, das wird sogar schlechter über die Ja, aber es geht ums Prinzip. Richtig. Ich habe sogar meine kleine Batterie angeschlossen, weil wir nicht so viel Strom haben. Weil ich so nett bin. Ich habe auch noch 2. Warte mal. Ich wäre dafür, dass wir jetzt einen Schmelzofen machen. Nee, warte. Nee, doch. Nee. Was war das? Erst noch eine Plattform machen. Was baut man denn nochmal? Für Windturbinen. Oder was wollen wir denn als nächstes bauen? Hast du dich denn schon erkundigt? Ja, hab geguckt. Das habe ich mal in Real Life gesehen, wie das funktioniert. Da kannst du die Atome ändern. Spaß. Kannst die Elektronen so ändern, ne? Das habe ich gegoogelt und so. Schon haben wir nur noch 3000 Bytes. Warum? Weil ich das ausgegeben habe. Was hast du da? Was hast du gemacht? die große Windturbine. Die wir noch nicht bauen können, da wir keine Aluminium-Legierung haben. Ja. Und irgendwas. Ja, ist das nicht? Wir bräuchten auch nochmal einen Eingebungsblock. Irgendwas, was wir irgendwann mal verwenden. Ja, okay, ein Verpacker noch. Warum Verpacker ist ja auch egal. Wo ist denn die. Ach, das hast du schon alles. Dann hat noch Leuchtstäbe. Und Energiezellen. Und kleine Solarmodul. Was denn? Okay, jetzt haben wir keine Beiz mehr. Was willst du von mir? Was sind Leuchtstäbe? Keine Ahnung. Bin ich von temporären Lichtfenster. Und diesmal weiß ich wirklich nicht, was Leuchtstäbe sind. Ach so, ja, das ist einfach nur. Temporäres. Cool. Diese Dinger, die du knackst, dann schüttelst, dann sind das so Lichtstäbe. Oh, cool. Ah, okay, das bringt aber nicht wirklich was. Ich hole mal die neue Generation, kennt das gar nicht. So, wir machen Schmelzofen, ne? Eingemischt verharzt. Ja, ich hole gerade Harz. Mein Spiel wird ein bisschen laggier, ich muss ein bisschen unterschrauben. Numero uno, Harz. Numero dos, Harz. Ich hole ein bisschen mehr Harz. Was soll ich runterschrauben? Wir brauchen auch nochmal eine neue große B-Plattform, ne? Hast du gehört? Ja. Wegen den Windturbinen. Ja, ich sammle jetzt auch bei der Harz. Noch ein Harz brauche ich, oder? Habe ich jetzt. So. Jetzt brauche ich auch direkt die Plattform. Nee, zuerst die Plattform oder zuerst den Schmelzofen? Ich trinke das übrigens nebenbei. So, was? Warte mal. Meine Fresse. Alter. Hast du ich gefunden? Weiß nicht, dass ich mit dem Generator bin. Was? Ja, ich hab mit Bebo geredet. Achso. Ich hab mir Chips gekauft, die er jetzt isst. Ehre. Hast du dich gerade mit deinem Geld? Nein. Diesmal nicht, diesmal mit dem Geld von meiner Mutter. Aber ich hol mir bald Mario Kart und Mario Party. Für die Switch. Ja, ich hab's aus mich gehört. Gesundheit. Mario Party, was denkt ihr darüber, Leute? Ja, okay, wenn du auch nur einen Kommentar bekommst, egal von welcher Person, die schreibt, holst du, dann musst du es dir holen. Ja, okay, gut. Außer es ist Lady. Okay. Es darf keine Person sein, die wir kennen. Ja, wie wäre es jetzt auch, die, Digga, als das Offensichtlichste auszuschließen und sagen, ich darf es nicht kommentieren, erstmal Lenny sagen.
Alter. So ja, sehr hasst du ihn. Da fällt dir immer als erstes in den Kopf ein. Alter, der Schmelzerofen. Wie viel Harz hast du? Ich finde es so schön, dass wir so sortiert sind. Ja, oder das wird noch später auf der Endbasis. Na klar. Auf einer der Endbasen. Was auch immer diese Endbasis ist. Ich hätte nie vergessen, dieser eine Typ in dem Video, Digga. Er hat 50 Millionen Verlängerungskabel an so einen Berg gemacht, damit er merkt, dass nichts bringt. Ja, was ein Idiot. Würde ich niemals machen. Weil da ein paar Windanimationen waren, obwohl da stand, bei Planeten sehr wenig Wind. Wollte er das einfach testen. Das ist so geil. Wie er so richtig 20 Minuten das macht und dann, Jungs, ihr habt recht. Das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Da war noch so ein dritter Typ dabei. Ich glaube, der war irgendwie 80, ein alter Opermann. Nee. Ja. Ah, guck mal, da ist doch Fire Isaacs. Man hat hier einen Forschungsgegenstand frei. Gesundheit. Guck mal hier. Ich meinte, ja, was weiß ich, hier ja, ganz kurz ein bisschen Organ. Ja, ne? Ja, hab ich dort eingetan. Ja. Ich ein bisschen organische Resource gefarmt. Die ich jetzt hier bei den Dingern mache. Kann man das doch man irgendwie mit Keramik machen? Ich glaube Bohrer. Vielleicht. Ich weiß es nicht, ich kenne das Spiel nicht. Ich auch nicht. Aber ich vielleicht ein Bohrer für dein Bohrer. Upgrade. Ein Bohrer. Warum habe ich hier so viel gemischt und so, aber kein Ding? Lass mal hier Zinkblende. Was ist das denn? Schon mal Schmelzofen. Was denn? Guck mal, was habe ich hier? Ja, wo bist denn du, du Mongo? Hier. Zeig mal noch mal auf. Ah, das macht ja den ganzen doch Block Erde. Ja, ja, geh mal kurz. Cool. Ey. Kannst du es? Warte, gib mal zurück. Gib mal zurück. Alle? Auf. Meins! Spaß, ey, du wolltest auch gucken, ob man so ein bisschen drehen kann. Nee, nee. Ich will wissen, ob man das erweitern kann in eine Richtung. Ja, meine ich ja. Und so irgendwie gerade auch machen kann. Wie kann man krass! Bringt aber nichts. Ich dachte, das Viereck außenrum dreht sich auch. Sieht aber cool aus. Ja, aber es ziemlich unnötig. Oh ja, die Batterien werden wieder voll. Hä, was obwohl macht sogar hier G? Alles auf Hochton läuft. Ach so, das läuft halt nicht als auf Hochton. Mit G kann man Emotes machen. Erstmal kurz nicht Bytes ausgeben, weil ich habe keine Dinger mehr als Sex. Ja, okay, kann man vergessen. Du musst welche mal finden wieder. Was? Ach, wir haben auch die Windturbinen gar nicht mehr angeschlossen. Lass den scheiß Würfel einfach in Ruhe. Stimmt, deswegen habe ich ja auch. Mann, ja, lass dich scheiße los. Weg. Nein, ich habe doch gerade eine große Plattform B gemacht. Ich habe gerade eine große Plattform B gemacht. Warum hast du das Ding da jetzt runtergeworfen? Epa. Und Papa. Ich bin Meister Papa. Die Batterien sind immer noch voll krank. Dann hole ich mal, kann man auch sowas scannen als Sex? Mal testen. Als ich die Dinger, die du mit F scannen kannst, kannst du auch einfach in die Forschungskammer tun, ne? Ey? Ja, dann geben die mehr. Das ist aber neu, oder? Ne, das ging auch damals in dem Video. Wieso hast du kleine Solarmodul erforscht? Und gegen den Einebnungsblock sagst du nichts? Der ist cool. Von dir. Ja, siehst du? Solarmodul ist auch wichtig, Eistex. Mhm.
Weil sie später Batterien haben, ist ein Solarmodul kranker. Jetzt ein paar Verbindungen wieder. Leuchtfeuer. Kleines Solarmodul, kleine Batterieverlängerung, Leuchtstäbe. So macht man die. Gar nicht eine Ressource. Oh, hast du schon eins gebaut? Kannst du eine kleine Batterie aus Zink machen, was ist? Wie aus Zink? Aus Zink eine kleine Batterie. Das ging früher nicht. Doch. Aber die kleine haben wir nie gemacht. Wir haben die nur gefunden. Nein, ging nicht aus Zink. Ich könnte einen Zehner wetten. Echt? Nicht? Ja. Mittlerweile macht man aus der Zinklegierung. Nee, früher, nein. Früher war es ein Element mit L. Ich glaube, die haben es rausgepatcht. Warte mal. Ich glaube, die haben es rausgepatcht. Ich dachte, Planeten? Du hast das Spiel nie gespielt. Nee, im Video. Warte. Das sah. Die haben es rausgepatcht, HDF. Die haben das Element einfach rausgeworfen. Es wird jetzt. Hä? Astronium. Ah, hier, Lithium, I6. Lithium war's. Da macht die mittleren. Nee, alle. Garantiert. Nein. 2 Milliarden Prozent, doch. Mit Lithium war's damals machst du gar... den kleinen. Nicht die damals. Mittleren. Doch. Nein. Also ja, auch, aber damals die kleinen auch mit einem Lithium. 2 Milliarden Prozent. Ich weiß ganz genau, sonst hätte ich einfach einen Tisch gemacht, große Plattform B, überall diese Plattform hingestellt und einfach kleine Batterien hingestellt. Das hätte ich garantiert gemacht, so dumm wie ich bin. Zu 2 Milliarden Prozent. Also. Nein, nicht mal 2 Milliarden Bescheid, das ist 4 Millionen. Guck mal, was ich jetzt bringe. Das wird uns revolutionieren. Ja, dann bring ich mir doch, wenn ich gar nicht zu Hause bin, du Loser. Okay, ich komme nach Hause. Rechnen. Die Industriekalkulation. Ja. Besser. Was zur Hölle ist das? Das haben wir nie getestet, ne? I6, das hat mich überzeugt. Wir machen jetzt. Oh, ja, ich habe mich selber überzeugt. Wie ist es nun soweit? Dann bist du selber schuld. Oh nein, was Besseres. Ich brauche Harz. Kannst du mir ein bisschen Harz besorgen? Hab ich doch hingelegt, dachte ich. Wie viel? Ich sehe da keins. Machen wir eine große Plattform B wieder. Okay. Da ist nichts. Doch. Nee, hier ist Ammonium. Ja, und Harz. Nein. Doch, zwei Stück. Zeig mir hier, wo hier Harz ist. Nein, hier ist kein Harz. Ja, oder wo farmst du da gerade hinten Harz? Farm hier hinten Harz, aber da liegt doch welches. Nein, da liegt Zero. Zero. Oh, das Junge. Ist ein gutes Meme. Da liegt doch Harz. Nice. Ich will nicht dran kommen, danke. Jetzt geht's um Harz. Na, ich brauche neu. Ja. Ich stirb. Oh nee. Meine Range ist jetzt auch billig. Cool. Jetzt guck sie an, zeig mir, wo der Harz ist. Wo zur Hölle ist hier Harz? Hier. Och Junge! Das zählt doch nicht! Was stellst du hier? Wie kacke ist der Drecksblock aus hier? Lass ihn da, der gehört zur Familie. Ach. Weg mit der Familie. Familie ist Soda 6. Keiner braucht so etwas wie Familie. Falls ihr eine Familie habt, tötet sie. Und gib dann dem Richter einen Döner aus. Hat eine 2% Erfolgsquote.
Also haben wir 98% möchte ich nicht erwähnen. In der letzten Folge gesprochen, dass man danach dem Richter einen Döner ausgibt und dann ist wieder alles okay. Alles, egal welche Straftat. Mhm. Zu 2%. Zu 1000. Testen auf eigene Gefahr. Mit Belohnung. Mit Belohnung. Und die Belohnung ist ein Döner. Den ihr selber ausgeben muss. Wofür ist die Plattform? Für RZ-Refuge? Nee. Aber ja, okay, dann mache ich noch eine. Dafür hole ich auch gerade Harz. Ich hole gerade so viel Harz. Was steht da? Achso, Astropedia öffnen. Das sah aus wie Glaziola, das Pokémon. Nein, ich will Freiheit. Oh, das ist doch nicht wahr. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich die ganze Aufnahme jetzt durchgegessen habe. Hat man gar nicht gehört. Ja, doch. Falls du gegessen wirklich hast. Nö, hab ich nicht. Und. Na, bist du gemerkt. Du hast dich aufgenommen. Hm. Ich hab mich auch kurz gedacht. Aber zum Glück. Oh, jetzt hab ich kurz gedacht. Okay. Ja, was ist denn sonst noch? Hm. Das war's. Ich würde auf jeden Fall jetzt nicht aufhören. Kann der Baum auch die spawnen? Ja, Tatsache. Wenn man genug auf den Putz haut, dann kann der Sack die spawnen. Der Sack, der Baum. Kann er zack die spawnen. Und hier auch kinderfreundlich bleiben. Oh, mir fällt jetzt erst auf, wie dumm ich bin. Ja, aber nee, das ist cooler. Ich bin schon klug. Guck mal, wie viel Harz ich mitgenommen hab. Geil. Mach doch zwei kleine Plattformen. Nee, ich will keine Plattform. Ich will ein Lager machen. Mein Plan war es, ein mittelgroßer Bay und dann überall Plattformen hinstellen, da kleine Batterien drauf. Jetzt fällt mir gerade auf, dass sie gar keinen Tisch brauchen. Ich hab Kohlenstoff gebrannt. Organische Ressource für Kohlenstoff. Ja, genau, jetzt haben ich wir. Ich glaube, das schaltet ja richtig Strom rein. Ja, guck dir die Batterien an, die werden sogar wieder voll. Ja, der ballert. Kann man den auch kurz ausschalten? Ja, schalt ihn mal aus, das heißt, wir haben gar genug Strom. Batterien machen noch so plus. Dann gehen die Drucker schneller. Nein, tun sie nicht, wenn alles voll ist, dann gehen die gleich schnell. Was? Guck mal, die Batterie kriegt hinten plus. Ah, jetzt kriegt die minus. Aber wenn die Batterien auch nur ein Fünkchen haben, arbeitet alles an Maximalleistung, glaube ich. So war es damals. In dem Video. Bedeutet eine Stromrichtung oder was machst du hier? Mhm. Naja. Nee, ich mach gerade überall nochmal in den Forschungsdingern da. Diese kleinen Dinge zum Scannen. Mach das auch mal rein ab und zu. Jetzt erstmal nochmal Zink für kleine Batterien. Eigentlich kann man sogar im Inventar craften, gell? Kleine Batterien? Geil. Ja. Geil. Dann hole ich jetzt mal richtig viel. Wir haben keinen Strom mehr. Ah, ich hab die Batterien weggenommen, alles gut. Du. Wieso hast du die weggenommen, hä? Du, weil ich da was hinplatziert hab. Ach so, meinst du weggenommen? Ich dachte, das ist ja aber weggeworfen oder so. Auf Langeweile. Och, bin ich dumm. Jetzt habe ich sogar. Ach, jetzt kann ich nicht so viele kleine Batterien mitnehmen. Weil ich Harz mitgenommen habe und übelst viele Verbindungen. Oh, Leute, da kann man ja durchlaufen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Welche Höhle gehst du eigentlich immer rein? Hier liegt er vor unserer Fresse. Ah, die. Boah, weißt du jetzt, dass es hier die Höhle ist, auf der bei der ich bin?
Ja, weil ja ein Mikro da ist. Ah, okay. Warte, lass mich dann noch kurz den Forschungsgegenstand mitnehmen. Dann. Hallo. Inzwischen, nicht mehr wie im Video, kannst du es einfach mit Shift jetzt schneller laufen mit dem Ding in der Hand. Konnte schon immer. Nee. Vielleicht gar so kein Sprinten. Boah, willst du das wissen? Im Video war das so, dass man älter ist. Wie wurde da eigentlich im Video beschrieben? Es war ein Gameplay. Ich glaube, ich glitsche durch die Map. Mann! Willst du mich? Digga, du dummer Bastard. Mann! Digga, du bist so ein Wichser, ne? Nein! Ja! Mein Digga, du bist so ein dummer Wichser, Alter. Du stirbst. Weil ich saß, wenn du die Scheiße mit hast, die es verdient. Nö, war ich nicht. Was ist? Nein, nicht. Mann, ich wollte dir gerade belohnen, dass ich die eine Verbindung wegnehme, obwohl du einfach durchlaufen kannst. Vor allem habe ich drei Sauerstoff-Tanks. Was? Ja. Ist dir das klar? Entschuldigung. Zwischen nicht mehr im, wie im Video, also nicht mehr zum letzten Planeten gehen, um beizufahren. Hier kriegst du so viel irgendwie. Naja, vor allem durch die Challenges. Achso, ich hab nicht einen abgeholt. Doch, einer war schon. Ja, was ist denn, sind denn gerade so die Challenges? Geh ich mal durch. Erdzentrifuge? Ach, nee. Warte mal, wie ist denn das jetzt? Energie? Entsperre. Ah, aus richtigem Zink. Scheiße. Ja, ich kann einfach Zinkblende nehmen. Die alle in Verfolg machen. Dann nehme ich mal hier. Das sind Kohlen. Ich mach mal kurz den mittelgroßen Gelände. Hey, warte mal. Am Gelände eine Frage. Ach, machen wir das jetzt mit dem einen Tisch da, dass wir da mittelgroße Plattform hinstellen und Batterien oder was machst du da? Ja. Also ein Strom. Cool. Also zwei Strompunkte. Ja, aber du kannst sie auch einfach auf dem Boden platzieren. Hier ist der Erdzeitrifugetisch. Ah, und wo machen wir Batterien? Auf den hier? Hm. Ah, okay, dann mache ich jetzt mittelgroße Plattform. Wozu? Damit wir für Batterien. Die kannst du doch sogar auf so kleine Dinger machen, oder nicht? Guck mal. Hier. Ah, so. Verstehst du? Hm. Das ist der IQ 4 Millionen. Oh, wie schnell alles arbeitet. Ich mach mal einen mittelgroßen Generator an. Alter. Herr Isaac, guck dir das mal an. Guck mal, wie langsam alles arbeitet. Na, jetzt einmal an. Jetzt einmal an und jetzt werden sogar die Batterien voll. What the fuck? Warum haben wir das vorher nie benutzt im Video? Weil das Ding nervt ist. Nein, aber für den Preis mache ich das gerne. Für den Preis kann man nicht weckern. Voila, Bille. Ich will noch mal anmerken, wir haben das Spiel nie gespielt. Ja. Ich habe mal ein paar Videos dazu geguckt, aber das war's auch. Ja, mehr organische Ressourcen für Kohlenstoff. Ja, mehr Batterien. Aber ich weiß, ist Batterien sind das Wichtigste. Arbeite ich wieder kurz alles auf Hochtouren. Bis die Batterien ein bisschen voll werden. Ballest du jetzt wirklich einfach nur Batterien mit Zink durch? Ja. Was ist das dagegen? Nichts. Können auch damit aufhören, wenn du willst. Hm. Also das Ding ist, Kohlenstoff geht auch so langsam leer. Das ist mal richtig geil. Ich mag unsere neue Batterienquelle da.
Oh, Isaac, wir können einfach 8, 6, 32 kleine Batterien auf eine große Plattform Betig bauen. Verstehst du das? Mhm. 32? Yeah. Kann man? Alters. Guck dir das an, Isaac. Mhm. Wie geil. Okay. Wie wär's, du holst 4 Harz und ich hol ganz viel Zink. Okay. Alter, so viel Kohlenstoff brauchen wir gar nicht. Wir haben immer noch nicht einen Kohlenstoff durchgeballert, weil ich immer ausmache, weil wir, wenn wir volle Batterien haben, das nicht brauchen. Ich bin sparsamer Boy. Oh ne, jetzt habe ich meine ganzen Verbindungen mal gelegt, wenn ich jetzt unten keine Zinkquelle mehr habe und jetzt weiter weg muss und keine Verbindung mehr habe. Dann bin ich gefickt. Habe ich dann auch einfach nur verdient. Ey, ich kann schießen. Hm? Haben wir eigentlich bis jetzt schon Aluminium gefunden? Meinst du die blauen Münzen? Hm? Die ich im Video gesehen habe? Hm? Nee. Aber ich war auch einfach bis jetzt nur einmal in der Höhle, hab einmal Quarz mitgenommen und Zink. Zweimal. Sorry. Yes. Wie viel Harz brauchst du? 4. Bau einfach mal schon die Plattform da. Ich will einfach 2 für Harzquelle. Ja, hol einfach ein bisschen mehr mit. Okay, braucht man immer für Plattform. Oder auch andere Sachen. Das ist die größte Harzquelle, die ich in dem Game je gesehen habe. Ich spiel's ja auch nicht mehr. Das war gut gesaved. Niemand 0-0. Also ich meine ja auch gerade das Fußballspiel. Obwohl er schon längst zu Ende ist. Obwohl die wissen nicht, wann wir aufnehmen. Ja, hast du schon mal Fußball gesehen, oder was? Der macht gar 1-0. Aber das ist die größte Quarzquelle, die ich je gesehen habe. Ich bin auch erst seit kurzem. Ist noch irgendwo Zink? Bitte, Gang. Okay. Geh mal lieber zurück. Oh, oh, ich sterbe. Ah, das habe ich verdient. Warum habe ich auch keine Verbindung mit dem Hund genommen? Ich heiße Spaß. Bin ich auch für ein Vollidiot? Komm schon, irgendwo kann, muss doch gemischt sein, Isaac. Oben an der Oberfläche. Ja, aber ich will nicht jetzt an die Oberfläche. Mhm. Ja, ich hab den Terminator gefunden. Na, was du? Was laberst du für Terminator? Leute, ich hab einen Exo-Koffer gefunden. Was ist das? Den kann man mit Sprengstoff öffnen. Achso, ja, mit Sprengstoff habe ich auch schon gesehen. Als Ressource. Hä, was verwendet man als Sprengstoff? Weiß ich nicht, aber das war bei Ressourcen zu sehen. Echt? Jupp. Ich weiß nur nicht. Ja, okay, weiß das nicht. Cool. Nehmen wir die Verbindung und verlängern ein bisschen weiter nach hinten. Das Spiel hat viele coole Updates seit dem Video. Genau. Was du auch gesehen hast. Richtig. Mein Bruder hat es mir auch reingezängt. Ist er gemischt? Hm? Nein, da ist aber Zink. Na, ich bin so gierig, Mann. Ich werde verrecken. Ich werde verrecken, weil ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Warte mal, aber ist unser Heimatplanet denn noch, oder mein Heimatplanet, denn immer noch so gut? Aussieht. Glazio. Sieht cool aus. Da würde ich gerne hin. Ah, wir haben gleich 6 Minuten, ne?
Ja, Alter, ich muss mich gerade an die Zeit erinnern, als ich ganz neu ein Handy bekommen hatte. Da habe ich erst mal mit Mädchen gechattet und dann schreibt die Hi, WG und so. Ich dachte damals, sie will einfach mit mir eine WG gründen. Ich wusste nicht, dass es diese Abkürzung da gibt für WG und so. Exo-Koffer. Alter, wie dick ist denn das? Das meinst du mit Terminator? Ja. Ich habe extra Koffer Habe ich danach meine gesagt. Verbindung? Ja, aber ich wusste nicht, dass es so groß ist. Oh, da bin ich tot. Aber ich habe noch einen Hä? gefunden. Was? Krank. Okay. Anna wieder Zink. Hast du auch Die die Folge Plattform geht noch hergestellt? weiter. Die Folge geht Was noch ist? weiter, bis ich meine Items zurück habe. Okay. Ich hole jetzt Zink. Ich weiß nicht mehr, wo genau das war. Irgendwo, ne? Alter, ich sehe dein Bruder durch die ganze Welt. Bist du auch Ah, ich im habe einen Video und so? Erfahrungsstein gefunden. Der war X-Ray an. Ja, den nehmen wir mit. Vielleicht. Boah, das ist so ruhig weiter hier hinten, glaube ich. Gruselig. Ich glaube, das sind Schädlingspflanzen. Bitten. So. Meinst du die grün? Ne, ne, die lilan. Das ist rosa für mich. Oh, scheißegal. Nee, das ist rosa Shaming. Halt dein Maul. Findest du es lustig? Es ist lustig, dass Leute benachteiligt werden. Weil man sie schämt. Ist das schämlich? Ja, Mann, ich habe mich auch Schämlich. letztens rasiert. Peinlich. Hast du das jetzt noch gegen Haare? Ja. Ich habe blaue Münzen gefunden. Schön für dich. Aber ich kann keine Ah, mitnehmen. meinst du Aluminium? Keine Ahnung, es sind eine blaue Münzen hier. Wie heißt denn das doch? Laterit. Obwohl ich gar nicht da bin, weiß ich, dass Laterit heißt. Ja, aber ich hole nichts mit. Ich muss mehr Zink holen. Okay. Ich habe Gemisch gefunden, falls du es Hast du etwa mittlerweile vergessen, bist. wofür? Nee, aber Die ich habe gerade Batterie. Aluminium gefunden. Toll. Ja, habe ich aber auch. Danach suche ich Kupfer. Zink. Nee, tatsächlich bin ich nicht so vernarrt in Zink. Dann schäm dich was. Eher in Lithium. Ja, siehst du, also gibt es zu, dass man damals Lithium gebraucht hat. Ja, für mittlere Batterien, das stimmt. Nein, auf die kleinen. Ja, vielleicht in deiner Größenwahnstellung. Wollen wir wetten um noch einen Center Shock? Für ich hier zwei Stück, oder? Ja. Die teuersten Wetten der Welt. Center Shock. Ja, das schreibe ich jetzt auch in den Titel. Aber er ist vorbei. Ach so, ja. Soll ich nochmal Drei. zurückkommen? Nee, ne? Nee, Da ich hast du bin einen unter der coolen Effekt, Erde. wenn man. Ja, ich auch. Okay, auf Wiedersehen. Ciao.